Wir reisen in die Welt von Avalis und retten das Universum. Jetzt hier in Freedom Planet 2 mit Gregor und mir. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Jump'n'Run hier bei Rocket Beans TV und herzlich willkommen auch Gregor, schön, dass du da bist. Ja, Fabian, schön, dass ich wieder da sein kann. Irgendwie, wir kommen regelmäßig alle ein, zwei Wochen hier im Hängi zusammen und spielen schöne Games, das freut mich. Ich freue mich auch, das sind meine liebsten Arbeitstage, wenn ich mit Gregor hier sitzen darf und schöne Videospiele für euch zocken darf. Und wir haben heute einen Jump'n'Run, das ist ja so ein bisschen unsere Paradedisziplin oder den wenigen Disziplinen, die wir halbwegs gut beherrschen. Noch. Und es ist Freedom Planet 2. Wir haben im Game Talk schon kurz darüber gesprochen. Freedom Planet 1 ist ja mittlerweile ein relativ altes Spiel, also so Anfang der 10er Jahre rausgekommen. Ja. Dann der zweite Teil, viele, viele, viele Jahre in Entwicklung, ich glaube 7 Jahre. Und jetzt denkt ihr vielleicht, Freedom Planet 2 habe ich doch schon mal gehört oder gesehen. Das Spiel gibt es schon seit September 22 für den PC bei Steam. Und jetzt sind die Konsolenversionen erschienen, entwickelt von einem kleinen Indie-Team namens Galaxy Trail. Und die Konsolenversionen jetzt über Xseed Games erschienen, also für PlayStation, für Xbox, für Switch erhältlich. Und wir haben gesagt, okay, wir gucken da heute mal rein. Ich bin nicht so super firm im ersten Teil gewesen, deswegen freue ich mich, den zweiten jetzt mal ausgiebiger spielen zu können. Ja, es geht mir ähnlich in der Hinsicht. Ich habe den ersten damals gespielt, aber wie du schon gesagt hast, ist ein klein bisschen her. Ich habe mich auf jeden Fall auch auf den zweiten jetzt hier gefreut, immer im Blick gehabt, dass da die lange Entwicklungszeit gewesen ist. Allerdings, ich spiele solche Sachen lieber auf Konsole, meinem persönlich. Also nicht, dass die PC-Version irgendwie schlecht wäre oder sowas, aber es ist einfach meine persönliche Präferenz. Und deshalb passt es für mich ganz gut, dass es jetzt nochmal dann eben umgesetzt wurde. Xseed sowieso ein sehr gutes Lokalisation- und Umsetzungsstudio. Spiel auch eingedeutscht hier in den Texten und es geht mir genauso. Ich spiele so Sachen auch lieber auf Konsole. So der Mittelweg wäre für mich jetzt mittlerweile das Steam Deck, dass ich sagen würde, darauf würde ich das spielen. Ich habe in der Vorbereitung das Ganze jetzt schon mal ein bisschen auf der Switch gespielt. Wir spielen heute auf der PS5 und können auch mal mit dem Spiel quasi jetzt starten. Wir beginnen für euch einmal von vorne mit einem neuen Spiel. Und hier sehen wir schon, es gibt eine Charakterauswahl. Neues zum Beispiel Nira, die gab es vorher nicht als spielbaren Charakter. Die sind auch tatsächlich nicht nur optisch unterschiedlich, sondern haben auch unterschiedliche Fähigkeiten, die sie im Spiel einsetzen können. Dadurch verändert sich auch der Spielablauf so ein bisschen. Man kennt es. Das ist eins der Elemente, das man kennt von Sonic-Spielen. Zum Beispiel, wenn du da Tails spielst, hat er auch ein bisschen andere Skills als Sonic. Und lass uns mal, wir nehmen mal Lilac jetzt. Das nimm mal gerne. Und genau, hier sieht man das nochmal rechts aufgeführt. Also X, der Drachenzyklon im Viereck, die Haarpeitsche ist quasi der Angriff. Der Drachenboost ist so ein bisschen was wie der Spin Dash bei Sonic. Und Dreieck, Schutz und Teleportsprung ist was, da wirst du merken, das wird wichtig sein, Gregor. Okay. Das ist nämlich so, dass du quasi, du bist dann für einen kurzen Moment unverwundbar und kannst dann eben auch durch Sachen durchdashen und sowas. Und genau, wir gehen mal mit dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Man kann trotzdem auch Item-Slots später verändern. Wenn man sagt, man möchte das Spiel für sich ein bisschen leichter oder schwerer machen, kann man verschiedene Punkte einfach anpassen. Wir müssen aber jetzt nicht zwangsläufig auf Experte beginnen, weil das Spiel ist nicht super einfach. Das ja, ich aufmerken. Muss da auch nicht gleich mit dem Härtesten beginnen, muss ich dann zugeben. Da war noch ein Typ angegeben, was ein Charakter gewählt ist. Ich glaube, das ist mehr so eine Charakterklasse, nichts, was du da einstellst. Dann stand, glaube ich, Speed oder genau, so. Genau, die sind 4 verschiedenen Typen zugeordnet, so etwas wie Speed, Brawler oder Explorer. Da unterscheiden die sich auch noch mal ein bisschen. Möchten wir das Tutorial spielen, Gregor? Willst du das vielleicht machen? Ich kann das mal machen, ja. Das wäre mal einfach und mal wieder, wir werden es natürlich gleich abwechseln. So. Also, beachte die Anweisung. Ich spiele solche Sachen natürlich mit dem Steuerkreuz, wenn es mir die Möglichkeit gibt. Man sieht es natürlich jetzt nach wenigen Sekunden schon, das Spiel offensichtlich natürlich eine Hommage an alte Sonic-Spiele. Hier jetzt auch mitgearbeitet hat auch Christian Whitehead, der an Sonic Mania maßgeblich beteiligt war vor einigen Jahren, einem sehr gelungenen 2D-Teil der Sonic-Reihe. Und man erkennt es immer schon an diesen, wenn es solche Gefälle und solche Anstiege gibt, dann weiß man schon, okay, so ein Spiel, das ist dann von Sonic inspiriert, wenn es so ein 2D-Jump'n'Run ist. Und genau diese Diamanten, die man sammeln kann, die sind quasi dafür da, um sich später Dinge auch kaufen zu können. Großer Unterschied zu Sonic ist, man hat oben links ganz normale Energieanzeige in Form dieser roten Tropfen. Das heißt, es gibt keine Ringe oder so, die man verliert. Ja, wieder zurück komme ich wahrscheinlich nicht von hier, ne? Oder doch. Da kommst du auch zurück. Sollen wir noch das Tutorial für das Tutorial vielleicht spielen? Ja. Mal gucken, dass ich es mit dem Timing, mit dem Doppeljump hier hinbekomme, weil du willst natürlich das meiste an Momentum mitnehmen. Das stimmt. Also Spin Dash ist nicht.
Kannst vielleicht geht der, halt mal Kreis gedrückt. Ah, doch, Kreis. Genau, du musst einen Kreis halten und dann quasi in die Richtung drücken, in die du, ja, okay, jetzt wird's auch erklärt. Ja. Schnell Drachenboost. Genau, den kannst du aber nicht permanent machen, da leert sich diese blaue Leiste oben in der Ecke und du musst warten, bis sie sich wieder aufgeladen hat. Okay, ja, ist natürlich so, man L, oder? Das bedeutet, genau, das zeigt dir nur quasi an, dass du steuern kannst, in welche Richtung du dich abfeuern möchtest mit dem Drachenboost. Ein bisschen, woran erinnert dich dieser Move? An welches Meeresspiel, Fabian? Naja, ich hätte jetzt auch Sonic gesagt, weil da ja, kannst du sowas Sonic ja später auch machen. Was ist es denn? Sag mal. Rocket Knight Adventures. Ah, okay, ja. Wo du dich boosten kannst durch die Welt. Also nicht, dass das alles hier so Derivate sind, aber man merkt schon, dass es von Leuten gemacht ist, die eben auch diese coolen Jump'n'Runs damals gezockt haben. Ja. Speziell aus der 16-Bit-Ära. Spiel hat so ein bisschen so eine Auto-Zoom-Funktion. Das heißt, wenn es später sehr schnelle Abschnitte und sowas gibt, dann zoomt die Kamera so ein bisschen dynamisch raus und rein. Die kann man auch regeln in der Art und Weise, wie sehr das raus und rein zoomt. Ich habe das jetzt mal auf der Standardeinstellung gelassen. Ah ja, okay. Genau, das ist ein bisschen anders. Du musst nicht erst so ein Momentum aufbauen, sondern du kannst quasi immer Wände hoch oder runter rennen. Achso, das ist der Schutz jetzt. Das ist der Dreieck. Das war Dreieck, ne? Genau, wenn du drückst und dann nochmal drückst und dann hältst beim zweiten Mal, machst du so einen kleinen Dash nach vorne. Ja, also nur gedrückt, aber nur gedrückt halten klappt auch. Kannst du auch, aber ich hab's immer zweimal gemacht. Ja, zweimal gibt Sinn, weil ansonsten, du müsst ja auch vernünftig timen, dass du da durchgehst. Okay. Genau, das ist quasi auch alles, was du brauchst, um mit dem Spiel jetzt anzufangen. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne in den Chat rein. Dann ich gucke da ab und an immer mal drauf, wenn ich Gregor nicht beaufsichtige beim Spielen und werde dann mal versuchen zu antworten. Also vielleicht für die Leute, die 1, 2, 3 Minuten später eingeschaltet haben. Ist für alle Konsolen jetzt erschienen, kostet 25 Euro. Und für Switch gibt's aktuell, habe ich geschaut, noch einen Bundle. Wenn man Teil 1 sich auch noch holen will, dann kann man das quasi sich für 35 Euro beides holen. Dann spart man 5 Euro ungefähr. Okay, erstmal ein bisschen Story. Story ist wichtig in dem Spiel tatsächlich. Denn du weißt, es sind 3 Jahre später in einem Tal im Nordosten. Richtig. Ich bin gespannt, ob du, Gregor, irgendwelche Stimmen erkennst. Ich habe das mal nachgeguckt. Das sind Sprecherinnen und Sprecher zum Beispiel aus Persona 3 Reload, aus Dragon Ball, die man hier hört, und aus anderen bekannteren Marken und Serien. Ich bin mal gespannt drauf. Ich bin nicht so gefühlt bei solchen Sachen nicht so firm, was US-Sprecher angeht. Wenn es jetzt nicht unbedingt ein Troy Baker oder so ist, den man schon häufig gehört hat, ja, wird es ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht klingelt da irgendwas. Ein Gegner? Ja. Ich schätze mal auch, Fabian, dass die Level so auch erkunden ein bisschen fördern, dass du auch gerne mal ein bisschen nachschaust, wo es ist. Ja, auf jeden Fall. Also die sind auch teilweise wie bei Sonic so vertikal dann angelegt, dass du auch viel nach oben und unten erkunden kannst und eben nicht nur die ganze Zeit von links nach rechts läufst. Oh, ich habe noch einen Jumpkick, okay. Genau, stimmt, den hast du auch noch. Der wird, glaube ich, im Tutorial gar nicht erklärt, weil er aber auch erst später eigentlich relevant wird dann. Ich sehe schon, wenn man einmal drauf hat, wie das Movement hier geht, kannst du wahrscheinlich ziemlich schnell. Ja, du kannst es auch auf Zeit dann nochmal spielen. Es gibt auch noch ein paar andere Spielmodi, sowas wie ein Boss Rush-Modus und solche Sachen, wenn man das mag. Schön jazzige Musik. Weil es gerade im Chat gefragt wird, ja, die Kristalle sind eine Art Währung, mit denen kann man sich dann Sachen kaufen. Es gibt verschiedene so Hub-Areale im Spiel, wo man quasi mit NPCs quatschen kann. Es gibt ungefähr 100 NPCs, glaube ich, im Spiel und auch verschiedene Shops und sowas, wo man dann Dinge sich kaufen kann für diese Kristalle. Ich bin mal gespannt, wie weit wir jetzt hier kommen. Du hast ja vorhin mal so scherzhaft gemeint, jetzt spielen wir schnell durch in den 2 Stunden. Das werden wir nicht schaffen. Also es gibt, glaube ich, so ungefähr 2 Dutzend Level. Die sind aber tatsächlich sehr, sehr umfangreich. Und hinzu kommen eben noch viele Story-Sequenzen auch zwischendurch.
Das ist scherzhaft. Kann man natürlich sowas dann sagen, aber ich merke es bei vielen neu entwickelten Jump'n'Runs, die kümmern sich mittlerweile auch ziemlich auch um den Umfang bei solchen Games. Wenn man sich an die ganz großen Klassiker aus der 8-16-Bit-Ära erinnert, in den meisten Fällen, wenn du richtig konkret dran bleibst, kannst du ja auch gut in der Stunde durchhaben. Das hast du heutzutage eher weniger. Würde ich hier, glaube ich, nicht schaffen. Mehr Inhalt, mehr Abwechslung vor allem auch. Falls mir mal eine Frage zwischendurch durchrutscht, haut sie gerne noch mal rein. Ich versuche sie dann noch darauf einzugehen. Ja, das war nicht so klug. Hier unten gelandet. Genau, das sind ist quasi zur Auffüllung der Energie gemacht. Also langsam kriege ich so ein bisschen das Gefühl dafür. Ah, das sind alles Bumper. Hast du denn noch mal ein paar der anderen Charaktere ausprobiert, Fabian, bisher? Oder hast du bisher Ich habe hauptsächlich mit ihr jetzt gespielt und die anderen mal kurz angeguckt und dann aber wieder zu meinem Playthrough zurückgegangen, den ich da gemacht habe. Hab's aber auch noch nicht durchgespielt. Ja, das ist natürlich dann auch immer ganz bei solchen ausladenden Games, also die Level, die nicht so linear und geradlinig sind, da geben mehrere Charaktere ja oft wirklich ganz verschiedene Wege. Ja. Dass du dann, dass sich ein zweiter Playthrough bei weitem nicht so wie der erste anfühlt, einfach weil du wirklich einen komplett anderen Charakter hast. Frage im Chat, Gregor, würden Katzen wirklich Whiskas kaufen? Was sagst du dazu? Ich glaube, Katzen könnten ein bisschen preisbewusster sein, aber vielleicht unterliegen die auch dann dem Marketing und sagen, es gefällt die Werbung dann sehr gut. Ich mag deine sehr diplomatische Antwort darauf. Hier sehen wir jetzt schon gleich den ersten Boss. Bin mal gespannt, ob du das schaffst jetzt mit der Energie, die du hast. Sonst können wir da gleich auch noch was Interessantes erklären, wenn du sterben solltest. Denken kann, dass du auch den Ausweichmove hast, ne? Da die Frage kommt, was hat das Studio davor entwickelt? Galaxy Trail hat sich, glaube ich, zusammengefunden für das über Kickstarter finanzierte erste Freedom Planet Spiel. Den zweiten Teil dann aber ohne Kickstarter gemacht, nachdem der erste sich so gut verkauft hat. Mann, jetzt schafft Gregor das auch noch. Ich wollte noch erklären, was passiert, wenn du stirbst. Vielleicht kommt die Gelegenheit ja noch, Fabian. Kann nur nicht jetzt. Okay, Gregor, first try. Ja, siehst du? First try. Sogar ein A-Rating. Das ist doch mal was. Sollen wir dann weitermachen? Mach mal weiter. Ja, weil die Frage hat, kommen die anderen Charaktere haben andere Skills? Die funktionieren ein bisschen anders, spielen sich auch anders dann. No, 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 no! Whoa, what happened here? Where were you? I told you to stay put! I've been put for weeks. I'm not a house cat. Carol, there have been attacks all over. I needed you to watch the house. Sheesh, I'm not your watchdog either. Watchdog? Oh, please. You go out, like, all the time. What, like you don't? Besides, what did you expect me to do? Hey, Mr. 400-ton robot, you'd better not crash into our house at Mach 5 or me and my motorcycle will really show you what's what. That's not the... Ugh. I just... Never mind. I don't want to fight about this. Hey, come on. Don't be like that. We can fix this. No sweat. I know, it's just... These attacks are really getting out of control. I'm running myself ragged chasing after them all. Pshaw! Those things don't stand a chance against world-saving pros like us. Yeah, I guess, but this'll take weeks to fix. Months, even. Hmm, well, why don't we just stay at Mila's for now? She runs a lab, not a bed and breakfast. But still, maybe she... Jetzt ist auch als Frühstückspension übersetzt. Frühstückspension. Ein schönes Wort eigentlich, ne? Ich hab's schon lange nicht mehr gehört, muss ich sagen, ne? Bedeutet, da geht man hin, weil man Frühstück bekommt, oder ist es eine Pension, die auch Frühstück anbietet?
Oh, das ist so eine Henne- und Ei-Frage. Das kann der Chat für uns beantworten. Wir sind hier jetzt auf der Weltkarte angekommen. Mhm. Die verschiedenen farbigen Symbole zeigen quasi auch an, was für Arten von Leveln sich dahinter verstecken. Also das ist ein konventioneller Level, den wir eben gespielt haben. Da hast du noch was in der Mitte quasi ausgelassen. Das ist nicht so schlimm. Wir gehen mal hier in diese Hub-Welt weiter. Genau, und wenn du dein Level startest, könntest du hier auch immer quasi Sachen wählen, die du auf diese Slots tun kannst. Das ist jetzt aber... brauchen wir jetzt quasi noch. Sind es Verbrauchsitems dann? Oder ist nee, quasi das sind Sachen, die du einmal kaufst und dann kannst du die innerhalb dieser Slots, die du hier hast, einfach zuordnen. Jetzt glaube ich erstmal halb so wild. Wir brauchen genau, nicht für den so Moment ist das noch nicht relevant. Und da ist ein Express-Shop hier. Express-Shop bedeutet, du kannst, ohne dass du in die Hub-Welt nochmal reingehst, direkt das Menü von dem Store aufrufen, damit ich nicht jedes Mal dann hier langlaufe und überlege, was war denn hier eigentlich der Shop? In der Frühstückspension. Nice to see you too. Yeah, sorry it's on such late notice, but could we crash at your place tonight? Our house was destroyed by this giant robot, and we need a place to stay while we fix up I brought snacks! Please, come right in. Mi laboratorio es su laboratorio. Say what? Oh, never mind. Just don't touch anything that's glowing, or moving, or growling, okay? Mit den drei kleinen Schweinchen damals, ne? Unser Strohhaus ist kaputt, jetzt gehen wir zum Holzhaus. Oh, Lady Nero! What a lovely surprise! Whoa, what are you doing here? Did your treehouse get wrecked too? This isn't about that explosion last week, right? It was an accident, I swear! I was just trying a new chemical compound that would change the color of my clothes! No. Oh, okay. But now that you've mentioned it, I'll have you file a little report once we return to Shang 2. Oh, okay. We return? Don't tell me. The Magister has summoned you all for an audience. I said don't tell me! The Magister wants to see us? But why? We're safer discussing this at the palace. Come. Well, what if we don't wanna? You did kinda crash our unscripted sleepover. It would be unwise of you to refuse. Right! We're going! Milo, what are you? Jump, jump! Hey, you heard the lady! Watch this! Hold on a sec! Make that two reports. Ist er durch die Decke gestürzt? Das weiß man nicht. Was kann ich denn hier nochmal schauen? Also wir dürfen jetzt hier wohnen erstmal, bis das Haus auch kaputt ist. Ja, es ist aber tatsächlich spielerisch nicht so super relevant. Mr. Stumpfi. Der hat einen Unfall gehabt, deshalb heißt er Mr. Stumpfi. Also richtig wie so eine Hub-Stadt. Ja, genau, das gibt es auch häufiger tatsächlich auf der Karte dann. Ist dann auch sowas wie Subquests oder so? Oder ist es mehr linearer von Level zu Level, dass du ein bisschen Story zwischendurch hast? Du kannst, das ist gut, dass du es sagst, da werden wir noch hinkommen, wie das Spiel dann quasi aufgebaut ist und strukturiert. Hier ist es nochmal so, wir können jetzt mal hier in den Laden gucken, sie hat es gerade schon erklärt. Mhm. Wenn wir Sachen benutzen, die uns quasi das Spiel leichter machen, dann verminderst du dadurch den Bonus, den du quasi am Ende des Levels erhältst. Sowas zum Beispiel ist natürlich super cool, weil du dann viel mehr Dinge findest, die dich heilen, aber uns fehlt noch, wir sehen es unten links, die Unit dafür, um das überhaupt zu kaufen. Genau, deswegen lassen wir das jetzt erstmal weg. Genau, und wenn wir hier, wir sehen das auch, wer uns irgendwas Neues zu erzählen hat. Ein fliegendes Bonbon. Er hat Kugeln ziehen, Kristall in der Nähe an wie ein Magnet. Oh, das könnte praktisch sein, da müssen wir die nicht alle einsammeln, wenn wir da durchjagen. Genau, auch typisches Element, was es in solchen Sammelspielen irgendwann gibt. Das ist hier das Rocket Beans Motto, was quasi nochmal zusammengefasst ist unten. Aber da steht nur morgen und nicht nächste Woche. Oder auch gar nicht. Okay, wir gucken mal, wo es hier... Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt mit jedem NPC nö, ich glaube nicht, dass wir es unbedingt müssen. Dann ist natürlich immer schön, wenn der Aufwand gemacht wird, so eine lebendige Welt zu schaffen. Mhm. Es bleibt einem immer natürlich überlassen, wie viel willst du dich da investieren in die Story oder nicht. Oder dass du gegebenenfalls auch eher, okay, ich bin Gameplay fixiert, also spiele ich lieber einfach nur und schaue es mir nur kurz an. Also wir wissen ja jetzt schon, dass wir uns zum Palast begeben sollten, deswegen machen wir das einmal. I will not tolerate any flippancy. No worries, Lady Nira. Nach Shang 2. In den Shenlian Park. Mm.
der Autobahn da draußen. Ah, wenn deine Geschwindigkeit hoch genug ist, dann kannst du übers Wasser laufen, ne? Schön gleich das... genau, ich will da unten das Item gerne haben. Alter, das ist fast unmöglich. Okay, das lasse ich jetzt. Nächstes Mal. Okay, und von oben sind Gefährte, die aus der Luft runterstürzen. Mhm. Es regnet Autos. Allgemein die Energie ist aber auch schon ganz generös. Also, ja, also die allgemein die Energie, die man hat. Energie du hast, ja. Ja, ich glaube auch tendenziell von der Art des Spiels her, weil es sehr schnell ist und oft auch viele kleine Sachen gibt oder Projektile gibt, würdest du häufiger getroffen werden als in einem Sonic-Spiel. Deswegen ist es gut, dass es nicht sowas hat wie die, okay, du hast einmal den Ringschutz und danach dann keinen Treffer mehr. Ja, in dem auch, also du, in Sonic-Spielen hast du ja auch nicht nur die Komponente, dass die Ränge dann deine Währung sind, die du für Items ausgibst, normalerweise. Wenn nicht, also bist du hier ja trotzdem nur noch angehalten, die Kristalle zu sammeln. Dass du nicht unbedingt diese Komponente brauchst. Und bei kniffligeren Bosskämpfen bin ich ganz froh, dass ich dann nicht immer nach einem Ring suchen muss, der dann irgendwo aus dem Bildschirm rausspringt. Okay, gucken wir da. Blocke die Leute, hätte ich fast gesagt. Das habe ich gesagt. Ich musste immer an Chrono Trigger denken, wenn in einem Spiel eine Glocke läutet. Ist ja auch das tausendjährige Jubiläum auf dem Millennial Fair. Das stimmt. Okay, Kontrollpunkte, also Checkpoints, ganz normal. Ja. Ist hier auch so eine Komponente dabei mit Bonusrunden, sowas in der Form? Oder wie meinst du über sowas? Bist du mal über Bonusrunden gestolpert, wenn du was siehst? Ah, du meinst sowas wie, wenn ich 50 Ringe noch habe, dass am Schluss ich in eine Special Zone komme? Genau, irgendwie sowas. Oder wo du die Chaos-Smaragde oder ja, dann mitnimmst. Bisher nicht. Nee, will ich jetzt nicht sagen, ob das nicht noch kommt vielleicht. Okay, jetzt haben wir die Bahn verpasst. Macht nichts, da können wir Kristalle einsammeln. Die fahren sehr pünktlich, die Bahn hier. Das finde ich angenehm. Du orientierst wahrscheinlich eher in Japan. Ja. Durfte zuletzt mit der Regionalbahn schön 2 Stunden lang stehen. Ich habe es bei Social Media verfolgt. Mhm. So, was haben wir jetzt gemacht? Ich wollte fast posten, so, ich bin doch gar nicht unterwegs nach Sardinien. So wie ich da drin stand. Schön. Eieiei. Ei, wirklich. Okay, dann lassen wir mal. Ich glaube, der begleitet uns jetzt wahrscheinlich eh. Okay, muss ich den Bommel schlagen? Ja. Nee, ich glaube, der trifft mich nicht. Da dran boosten. So macht man das. Den Stopfen entfernt. Erinnerst du dich denn konkret noch an Teil 1 so? Nee, nicht wirklich, muss ich sagen. Also nicht, dass der nicht erinnerungswürdig ist, nur wenn du so viele Jump'n'Runs auch aus der Vergangenheit immer wieder mal gespielt hast. Es fließt so ein klein bisschen ineinander. Das ist wirklich auch einfach. Schon 10 Jahre her, ne? Ja. Das Hirn wird nicht unbedingt besser. Ich weiß, dass ich damals so das generelle Gefühl, ne? Das ist aus dem Bereich, wenn du... waren ja auch nicht so, dass du so viel aus dem Indie-Jump'n'Run-Bereich bekommen hast. Und insbesondere, dass sich dann auch so wie die guten alten 16-Bit-Jump'n'Runs anfühlt, das doch eine Sonderstellung hatte und vor allem auch gut ausgesehen hat. Ja, das war halt auch damals noch in der Zeit der großen Kickstarter-Euphorie. Ist Teil 1 dann halt echt ein Beispiel gewesen für ein Spiel, was sehr gut dann geklappt hat in der Umsetzung. Ist ja auch so, dass Sega die Fangame-Szene groß florieren lässt meist. Also wenn was mit Sonic gemacht wird und dass da sich auch viele Leute mal an Sonic-Mods, ich weiß jetzt nicht, inwiefern bei Freedom Planet das so ist oder nicht ist, aber viele Leute, die sich mal an Sonic-Mods probiert haben, die aber dann so ein Gefühl dafür bekommen haben, hey, was wäre, wenn wir das auf ein eigenes Spiel anwenden? Ja. Und dann hast du auf einmal so ein ganz eigenständiges Game und wo die Leute schon ihre Vorerfahrungen gemacht haben fürs Programmieren. Dann muss ich hier auch nochmal vor Augen führen, Freedom Planet ist ja zu einer Zeit ursprünglich entstanden, der erste, da gab es ja noch kein Sonic Mania oder sowas. Das stimmt, ja. Es gab ja wirklich auch mal richtig finstere Jahre für alle Sonic-Fans.
Fans, ja. Als diese schrecklichen 3D-Spiele so das Einzige waren, was man in Sachen Sonic spielen konnte. Die hielten an bis zu Sonic Frontiers, was 3D angeht. Was war nochmal Frontiers? Das ist das Open-World-Ding. Ja. Da hatte ich tatsächlich viel Spaß mit, muss ich sagen. Wo ich auch bei Classic, Jump'n'Run, Mania-Style bin ich eher dabei, also sowas wie das hier. Ja. Okay, habe ich den jetzt da geblockt? Ne, jetzt habe ich es wieder zugemacht. Vielleicht musst du den fallen lassen oder so. Ach nee, du hast die. Okay, der darf nicht drüber laufen nur. Achso, ich gehe jetzt einfach hier wieder durch. Oder wie komme ich denn selber jetzt da durch? Andersrum? Ah ja. Es sah mir aus wie eine Mauer. Ja, so unser Chat musste gerade hier nochmal kurz neu laden, wenn ihr konkrete Fragen habt. Ich versuche auch nochmal ein Auge darauf zu behalten. Also es ist leider, wenn man das Spiel spielt, ist es unmöglich, quasi auf den Chat noch zu schauen. Ich vergesse schon das Blinzeln andauern während des Spielens. Solange das Blinzeln nicht beim Chatlesen vergisst, beim Spielen sei es dir verziehen. Okay, ich möchte da hoch. Noch den Gegner dabei erledigt. Du, Fabian, spielst mit meiner Logstick, interessanterweise. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, jetzt, wo du es ansprichst. Jetzt hätte ich gerne ein bisschen neue Energie. Ist die Abfrage denn analog mit dem Laufen? Das macht für mich immer so ein bisschen aus. Quatsch, ne, bei so einem Spiel. Das ist ja eher bei Run and Guns, wo du zum Beispiel auch gleichzeitig in eine Richtung deine Pistole oder so lenkst. Nee, du hast so eine... Also warte mal, wenn ich jetzt... Das Momentum ist auch mit dem Steuerkreuz da. Genau, das Momentum ist da und das, dieser Dash-Move sind auch nur die 8 Richtungen. Geil. Das ist auf dem Schiff angekommen. Mhm. Ich liebe Energie. Wie muss ich jetzt dieses Shang-Tu interpretieren? Das ist kein Vergnügungspark, sondern einfach eine moderne Stadt. No? Ich habe das nicht so nach so logischen Kriterien hinterfragt, aber ja, ich würde es vermuten, das ist wahrscheinlich, wir sind ja auch nicht auf der Erde hier. Ja, so von wegen Grundschutzweise und alles gebaut. Ein bisschen kompliziert mit der Straßenführung, wenn du nach einem Parkplatz suchst oder so. Das ist wohl wahr. Die Leute lassen ihre Autos dann einfach aus der Luft fallen. Haben ja, genau. Die sind eigentlich sind sie geparkt, nur nicht gut genug. Die haben die Handbremse nicht angezogen. Einmal-Autos, die fährst nur einmal, dann die fertig dann. In unserer Gesellschaft heute sind Einmal-Autos wirklich gefragt. So. Oh, und den hatten wir doch schon mal, ja. Ah, da kannst du mit durch die Röhren wahrscheinlich ausweichen, wenn er angreift. Ja, ich muss erst mal gucken, wie genau ich ihn überhaupt verwunden kann. Ich würde dir sagen, der Kopf ist ein Wunderpunkt. Ach nee, da ist es am Rücken zum Beispiel. Ja, okay, ja, stimmt, die Kanone am Rücken. Alter. Ja, das war schlecht. Okay, wenn er das macht, durch die Röhre durch, damit du nicht auf den Boden getroffen wirst. Uff, okay. Okay, ein Viertel hast du weg. Ja, habe ich leider schon meine eigene Hälfte weg. 2/3 jetzt. Wie nett, dass da die visuellen Hilfestellungen noch sind. Es ist nicht so leicht, ihn überhaupt zu treffen da. Gleich hast die Hälfte. Eieieiei. Das ist der zweite Level. Ja, Hälfte hast du jetzt. Das Gute ist, dass ich noch alle Leben habe. Ja. Okay, 2. Okay, Aber das schaffe ich noch. Einen hast du noch. Ein Viertel über. Ah, shit. Okay, letzte Energie. Okay, ich bin tot. So, jetzt, Gregor. Mhm. Das System hier.
Ich kann jetzt sagen, ich komme mit voller Energie am letzten Kontrollpunkt zurück. Das heißt, wir müssten aber den kompletten Kampf nochmal machen. Mhm. Könnte aber jetzt auch sagen, ich möchte hier direkt wiederbelebt werden. Dann habe ich aber quasi keine Energie. Ah, das mache ich jetzt aber, weil wir noch zwei Leben haben. Das heißt, ich hätte theoretisch dann noch einen Versuch. Und wenn wir den Level geschafft haben, sind die Leben danach irrelevant. Ja, du hast den gleich. Habe ich doch. Also ich schaff's vielleicht nicht mit dem Leben, aber auf jeden Fall dann mit dem noch verbleibenden. Nee, das kriegst du mit dem Leben hin. Immer noch zwei Hits? Oh. Na, hast du ihn. Ich denke auch den Doppeljump, der macht auch Schaden. Hit. Jetzt hat er, siehst du? Boah, wirklich. Ohne Energie. Au, ja, First Try auch noch. Naja, ein Leben verloren zwischendurch. Hätte man sich auch sparen können. Okay, nächste Level ist für Gregor. Nehme ich. Genau, und jetzt sieht man hier, du kriegst nochmal verschiedene Boni. Ich habe da jetzt ein bisschen Abzug bekommen, weil ich ein Leben verbraucht habe. Mhm. Aber da wir kein Item benutzt haben, kriegen wir nochmal 50% drauf und gehen hier mit einem guten Plus jetzt raus. Ich glaube, das passen sie nicht an. Also, das ist immer gleich. Als ob jeder Charakter da durchgegangen wäre. Genau, du das jetzt gespielt hast. Ja. Der Königspalast. Genau, das ist für dich. Der nächste Hub. Oh. Willkommen in Quarkistan. In Ragong. Ja. Mein erster Arbeitstag. Uniform nur für schlanke Bären. Dann muss er fasten. Vergiss die Schutztaste nicht, nein. Man muss ein bisschen warten, nachdem man den Schutz aktiviert hat. Ja, genau. Ich mache es immer so leicht versetzt, das zweite Mal drücken dann gemacht, um noch den Dash zu machen. Kriegt denn der Luft auch hin? Ja. Okay, ne? Man kann. Wir blocken schnell und dann kannst du ihn in der Luft auch nochmal machen. Okay. Sorry. Ich hätte wohl früher neben Chiara gewohnt, aber jetzt streamt sie von sich zu Hause aus. Ja, sie hat alle ihre Möbel genommen und in ihr Puppenhaus gestellt, so wie sie es gesagt hat. Unglaublich. Mich eingelegt, so kann ich da rein. Ah, oh, das kannst du mal machen. Trainingsplatz. Der Magister will mich erstmal sehen im Osten. Ja, mach die mal. Ich kann sie erst machen, wenn ich den Magister getroffen habe. Die sind nämlich relativ easy und du kannst dir ein bisschen Zeug verdienen dadurch. Also ich fand den Großteil davon relativ einfach. Wo ist der Magister? Oh, bin ich im Haus gelandet. Ja, du wolltest natürlich all diese Gespräche eigentlich noch führen, aber bist jetzt leider vorbeigerannt daran. Bin ich leider vorbeigerannt. Aber der Magister wartet auf mich erstmal. Your Excellency. Welcome. We appreciate your attendance on such short notice. Why have you brought us here, O Exalted One? I am sure you are aware of the rise in creature attacks throughout Avalis. Our intelligence suggests that this is not a coincidence. However, their connection remains a mystery. We need capable fighters to counter the attacks and discover their origin. Assist us, and you will be graciously rewarded. What kind of reward are we talking about here? Wads of cash? A statue of yours truly? A solid gold motorbike? Sie hat ein Motorrad übrigens als Spezialfähigkeit. Natürlich. Das Gold sind die wirklich nicht gut haltbar. Ist doch viel zu weich, oder? Für das Pferd. Das hat sie gerade gesagt. What? That's not a reward. That's just picking up loose change. That's cleanup duty. Du kannst übrigens auch so einen Bildfilter noch aktivieren, um so ein bisschen das alles zu glätten, wenn man nicht so sehr auf diese sehr scharfkantigen Pixel steht. Ja, bei neuen Spielen finde ich das immer relativ, weil die ja auch speziell designt sind darauf. Option ist nett, müsste ich nicht unbedingt da haben. Kannst du ein bisschen blurry dann. Have we reached an agreement? Ladies? Magister, we accept your offer. You render your world a great service. So, das ist doch nett. Mhm.
Ja, für alle nochmal, die jetzt vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, wir spielen hier Freedom Planet 2 heute Abend, jetzt gerade erschienen für Switch, für PlayStation und Xbox auf PC, schon länger erhältlich. Und da gucken wir mal 2 Stunden rein, 2D-Jump'n'Run. Und Gregor versucht sich bald, vielleicht jetzt nochmal in den Herausforderungen und dann im dritten Level. Wollte ich gerade nochmal rüber, wenn wir die Story mitgenommen haben. Das ist meine hohe Geschwindigkeit mit dem Ninja Run. Ist ganz schön, dass man da so durchrennen kann, ne? Also ist hier die Bildeinstellung, ne? Ist man hier nochmal. Genau. So einen leichten Bilinearen. Kann man auch so machen, aber. Ja, kann man machen. Also man sieht schon, dass es ein bisschen geglättet hier ist da, aber wie gesagt, ne, dadurch, dass die Art gerade bei diesen modernen Spielen so designt ist, brauche ich es nicht unbedingt. Schön, dass es drin ist, aber. Kannst du auch mal, wenn du eh schon hier in den Optionen zoom. Genau, das würde ich auf niedrig lassen. Also so steht es auch standardmäßig. Bei Hilfeeinstellungen kannst du quasi auch noch Sachen festlegen, die machen das Spiel unter Umständen aber sehr, sehr einfach an. Kein Knockback ist ganz interessant. Ich auch. Ja. Also es gibt Spiele, die alten Castlevanias oder so, da nervt mich das tierisch. Da ist das Spiel aber auch komplett um, also Knockback, wenn du getroffen bist, dass du nach hinten geworfen wirst. Auch das Level-Design daran gemacht. Manche Games machen ihre Schwierigkeit dadurch nochmal um einiges höher. So. Trainingsplatz. Trainieren wir. Trommelwirbel. Okay. Ja, das schaffst du easy. Okay. Stark. Das war fast schon schwieriger, daran vorbeizufliegen, so. Na. Ah, das war gut. Du hast vorhin gesagt, der Doppelsprung macht auch Schaden. Gilt das hier auch jetzt eigentlich? Nee, ne? Doch, klar auch. Okay. Ja, jetzt ist muss ein raus. Bisschen. Ja, du musst immer, ist noch nicht fertig aufgeladen, genau. Ah, ja. Das lohnt sich fast nicht zu warten, ne? Nee. Okay, letzte Runde. Schade. 1-12. War okay, bestimmt. Das war, glaube ich, ganz gut. Guck mal, das reicht für ein S-Rank. Ja, S wie super. Und 180 Kristalle verdient in fast gar keine Zeit. Ja, toll. Komm, dann machen wir noch einen, oder? Noch eins, ne? Das können wir alles noch schön ausgeben in dem Let's Play jetzt. Turbo-Trommeln, alle 3 Sekunden. 30 Zielschar und Völkerball haben wir auch noch. 1000 Punkte kriegst du hier. Mhm. Okay. Okay, hier musst du quasi jetzt nicht mehr diese 10 Runden abarbeiten, sondern möglichst schnell eben die 30 Dinger zerstören. So geht das. Hab noch gezählt. Hammer. Wow. Das war, also, das war gar nicht mal so schlecht. Das war, glaube ich, auch ein S-Ranking, würde ich sagen. Ja, nice. Stark. Komm, dann machst du Dings auch noch, oder? Machen wir auch noch das letzte. Naja. Also, Bällen ausweichen, erfolgreiche Schützen. Ja, das wird vielleicht nicht ganz so easy. Da musst du viel einfach, also nicht einfach durch Springen ausweichen, genau, benutzt dieses Feature, weil das gibt dir Punkte, wenn du den Bällen damit aktiv ausweichst, mit dem Dreiecks-Feature. Genau, siehst du? Ja, okay. Das wird schon mal. Ja, mit dem leichten Delay ist das nicht easy. Meinst du, der Fernseher ist nicht im Game-Modus? Nee, ich meine der Delay bei dieser Funktion, dass es einmal aktivieren muss und dann beim zweiten Mal erst du den Ausweichmove hast. Aber zählt das nicht? Der Move ist doch nur optional. Ich glaube, das erste reicht schon als Schutz. Achso, das reicht schon? Ja. Siehst du?
glaube, du musst dich gar nicht so viel bewegen wahrscheinlich. Erinnert dich das an International Karate oder wie das hieß auf dem C64, ja, falls du es noch kennst? International Karate Plus, da hattest du zwar die Sachen, dass du es blockieren konntest. Ja, genau, hast du Schild in der Hand. Ja, das, wird nicht, das wird kein S-Ranking. Ist das schlimm? Du hast immerhin schon 800 Punkte von 1000 erreicht. Na gut, 740. Können wir verstehen. Ja, gibt noch was. Es wird ein A-Ranking, würde ich mal vermuten. Oder ein B. Haben wir 1000. Ah, ein B könnte sein. Ah, es ist gerade noch geworden. Aber Silber, glaube ich, nicht nochmal machen. Wir haben jetzt schon ordentlich Edelsteine wieder verdient, die wir bei Gelegenheit dann mal ausgeben können. So, müssen wir wieder zurück raus. Du könntest auch noch gegen Leute da kämpfen. Das können wir uns, glaube ich, aber erstmal jetzt schenken. Ja, nächstes Jahr. Genau, du hast mich vorhin gefragt, wie das ist mit dem Ablauf des Spiels. Mhm. Du kannst jetzt quasi wählen, welche Episoden du als nächstes machen willst. Das verändert dann zeitweise quasi. Also du hast dann erstmal jetzt vorgegeben einen Weg für bestimmte, wie läuft die Story weiter und was spielst du. Mhm. Interessant, dass du das nimmst, was den mittleren Schwierigkeitsgrad hat, weil natürlich spielt man die in Reihenfolge des aufsteigenden Schwierigkeitsgrads. Nö. Einfach kreuz und quer verteilt. Aha, sure. Let's just check on her super quick. Carol? Why are you going to Shengmu? Battlesphere, gonna fight, gonna get me some grand prizes! Whoa, what now? What about, you know, our missions from the Magister? Can't talk, robot smashy time! Nira's gonna kill us. Do you hate Mondays like we do? Then come on down to the Battlesphere for Mayhem! Metzelmontag. Montag gefällt mir ganz gut. Ja, das habe ich schon mal gemacht in meinem Dings, aber erst später tatsächlich bei mir. Du hast jetzt vorher schon das Kampfkolosseum freigeschaltet oder die Kampfkugel. Also es wird jetzt mehr Kampf. Mehr kampflastig, was du jetzt machst. Must be 13 years old to apply. The Battlesphere is not responsible for death, dismemberment, injuries, or hair loss of any kind. This advertisement is brought to you by Mayor Zhao and Zhaolin Entertainment Corporation. Grand prizes are subject to obtained at the discretion of Mayor Zhao at any time and are non-negotiable. All entrance fees are non-refundable. Enter now! Drei Ausrufezeichen sogar. My mind. I wouldn't underestimate Carol the Wildcat. Oh, do you think that would be her stage name? That would be so cool! Go after her if you wish. I have better things to do. Sprichst du auch mit Carol jetzt? Wait, didn't you say you're looking for more fighters? A solid idea. Interessante Frage. I had already considered it. The champion had no interest in our battles. Na, das müsste something eigentlich anders sein dann. The Red Wing of Justice will not be drafted into military service. That was very good. Thank you. But you do want his help, right? So what if we go to the Battlesphere and win? Then he'll have to reconsider. It'll be fun. I'm going to enter as Aleem, the masked Murata with a mysterious past. I would like to know if the robots in there are related to the ones we've been fighting. I suppose this is worth our attention. That's the spirit! Ach, macht nichts. Gut, Gregor macht die Kampfkugel. Ach nee, der Phoenix Highway liegt noch auf dem Weg. Dann mach ich den Highway. Okay. Also typische Upgrades zum Beispiel, die ich mir dann mal gekauft habe, war sowas wie, dass wenn du diese Wiederbelebung benutzt ohne Energie, dass du zumindest ein klein bisschen Energie da noch hast, weil das macht das deutlich wertvoller. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich immer drei Leben hatte statt zwei. Yeah.
Cyclone? Damit drehe ich. Genau, damit beeinflusst du verschiedene Sachen in der Umgebung quasi. Ja, ich glaube, ich habe Türen geöffnet dann jetzt eher. Ein bisschen schwierig, das Sonic aus einem rauszubekommen, wenn ich dann schön in den Spin-Dash gehen möchte. Ja. Das ist so diese Muscle Memory, die kriegst du schwer raus, auch wenn es ein eben anderes Spiel hier ist. Willst du nicht da hoch? Doch. Doch. Ah. Ja, du musst dann einfach weiter in die Richtung halten. Ja. Genau. Würde ich auch sagen, ist von der Fertigstellung noch so ein bisschen entfernt, der Highway. Ist noch nicht so richtig als Highway aktuell. Weil ich auch wieder an die Deutsche Bahn erinnert. Stark. Sah aus wie gewollt. War ja auch. Also, zumindest ich habe in die Richtung gehalten. So, ich kann mich da ranhalten. Anhängen, genau. Alrighty. Oh, come on. Bisschen mehr aufpassen. Was wird der Bossgegner sein hier auf dieser Baustelle, Gregor? Ein großer Bohrer. Ich lasse das mal so im Raum stehen, diesen Tipp. Also der U-Bahn-Schächte bohrt. Ich glaube, da auch an der Decke warst du schon wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja. Du musst aber gleich von hier laufen dann. Ja. So. Ja, ich glaube, da sind noch mehr Schalter an der Decke. Aber ich kann nicht mehr das sehen. Das geht natürlich auch. Okay, Checkpoint erreicht. Kann ich die Energie irgendwie zurückholen oder ist es mehr... Ja, wenn du diese Items findest, diese roten Blumen. Oder diese Blumen, wo diese roten Dinger drin sind. Ah, okay. Dem roten Energiestrahlen kannst du auch ausweichen mit dem Schutzdash. Oder es kaputt machst. Das ist eine coolere Variante. Genau das war auch meine Absicht. Der Checkpoint wieder erreicht. Es ist Boss-Alarm. Alarm, Boss-Alarm. Oh, okay. Genau, guck mal auf. Ich glaube, diese Dinger mit den Ausrufezeichen, kann man die kaputt machen? Ja, ich glaube. Ich bin mir unsicher gerade, was genau jetzt die Trefferzone hier wieder war. Ja, hast du aber gleich schon ein Drittel Energie weg. Okay. Ich würde sagen, die Hälfte hast du. Hui. Das war gut. Ah. Ja, okay, du eventuell schaffst es nicht im ersten Leben, aber es ist ja nicht so schlimm. Ah, verdammt. Okay, so und was noch? Genau, rechts ist direkt fortsetzen. Stark, stark. Das Block-Timing, das muss man echt noch mal ein bisschen üben. Ja, das stimmt. Das ist nicht so einfach. Das
So, A-Ranking? Ja, würde ich sagen. Hin? Du kamst mit B. B. Also, du warst auf jeden Fall aber schnell, B wie der Beste. Ich. Du hast 6 Minuten gebraucht. Ist in Ordnung. Achso, hier oben ist wieder quasi das Drachen. Du bist wieder zurück. In der Theorie, wir haben jetzt viel Geld verdient. Vielleicht kannst du ein bisschen was kaufen. Ich würde mal gucken, ob wir nicht mal irgendwo was kaufen gehen. Das ist. Wir haben ja immer nur, wir haben nur die oberen Edelsteine. Die will ich nicht. Können wir die tauschen irgendwo bei einer Bank? Ja, das kannst du. Genau, lass uns nochmal zurückgehen hier in den Königspalast. Gucken, was konnte man hier kaufen? Hier. Ah, Goldsteintausch. Das, das haben wir nicht aufgesucht. Guck mal, wir könnten einmal diese Dinger, da haben wir schon 27 von tauschen. Da haben wir so 2, können wir insgesamt holen. Ja. Haben wir mal 2 davon und jetzt, genau. Das finde ich zum Beispiel schon mal sehr interessant, das für das ein Ding zu kaufen. Nett. Ja. Das machen wir, oder? Ja, mach das mal. Was haben wir noch? Genau, und die Tränke funktionieren ein bisschen anders. Die füllen quasi so einen, die füllen so eine Flasche auf, die aus verschiedenen Segmenten besteht. Da kannst du verschiedene Anteile dann da reinkippen. Das finde ich, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Das finde ich halt auch spannend, aber ja, wir haben ein Ding zu wenig. Was ist da hinten? Stärkerer Angriff wäre auch noch nett. Da kostet aber auch 2. Alles 2. Kosten alles 2, ne? Ich würde sagen, wir sparen mal nochmal. Die günstigen One-Ups holen wir uns jetzt nicht. Brauchen wir nicht unbedingt. Genau, und jetzt gucken wir mal weiter. Genau, hier waren wir. Hier geht's weiter nach Shang-Mu. Das finde ich auch. Erinnert mich, ich weiß nicht, welches Sonic-Spiel das ist, aber da gibt es auch so eine, wie nennt sich das denn, Freizeitpark bei Nacht. Also, Carnival Zone. Setting. Muss das sein. Have fun storming the battlesphere. Oder so ein bisschen Clone Noir. Schon viel Vergnügungspark. Genau, Item brauchen wir nicht, aber wir füllen mal hier in unsere. So. Hatten wir nicht. Achso, nee, das war schon richtig so. Genau, das habe ich jetzt da reingetan. Hatten wir nicht ein Item gekauft, für dass wir 3 Leben haben? Bin ich doof? Ist nicht das, was in der Flasche dann ist? Nö. Gekauft hatten wir es ja. Das Ding da. Extra One-Up kannst du hoch und runter. Jetzt, genau, habe ich das. Achso, 4 Stück entsprechend. 4 Stück entsprechend einem One-Up. Ja, also, ich kann jetzt hier. Da. Ich habe. Wir haben das gekauft und wir können selber entscheiden, wie viele Anteile wir davon jetzt in diese Flasche tun oder 4 reinmachen, haben wir quasi ein komplettes Leben mehr. Mehr haben wir ja nicht, ne? Also an anderen Items, mit denen wir das mischen können. Das ist doch ganz gut, dann machen wir das mal. Ja. Also nicht, dass wir 3 Leben brauchen würden, aber es ist gut, sie zu haben. Damit ihr mal seht, wie dieses Feature funktioniert. Damit ihr seht, wie die 3 oben aussieht. Solchen Locations dann auch immer die Frage, also wenn du dir ein Ticket für einen Vergnügungspark kaufst, dass dann so ein bisschen, also dass du dann auch von großen Schlangen dann umgemäht werden kannst, da würde ich nicht gerne für bezahlen. Ich sag mal, wenn du schon die Fahrt auf dem Highway auf dich genommen hast vorher, ist dir das wahrscheinlich dann auch egal. Ja. Das war schlecht. Erster Kontrollpunkt schon. Geht's nach links weiter? Ja, hier kannst du links oben, würde ich sagen. Ich guck dann mal. Oh, das war auf jeden Fall, glaube ich, was ganz Gutes. Das war erstmal hauptsächlich nur, um die Edelsteine einzusammeln. Das Ding will ich haben. Ich glaube, man kann sich nicht gerade nach oben katapultieren, ne? Es geht nur diagonal. Ja, ich glaube schon, du hast recht. Wenn du kannst natürlich, wenn du irgendwo läufst, dich in eine Richtung pushen. Ja. Beim Springen bist du aber in der Schräge dann. Ich weiß nicht genau, ob wir jetzt richtig laufen gerade, aber wir werden es rausfinden. Ich glaube es fast nicht. Sagen, hier war ich nicht schon mal. Ja, dann baller nach rechts. Ich will da oben auf die Schienen. Da bist du, in der Theorie bist du runtergekommen wahrscheinlich von den Schienen, deshalb lässt du dich nicht wieder zurück.
Ich muss das leider noch einsammeln, und Gregor, tut mir leid. Nimm so ruhig mit, wir können ja das Geld alles gebrauchen. Denk dran, dir. Wie viele Diamanten bringen mir die eigentlich so, wenn ich so einen Gegner tot mache? Bringt das überhaupt Signifikanz? Gucken wir mal. 116 hast du jetzt. Gar nichts. Rein gar nichts. Aber unten kannst du durch jetzt. Ja, den holen wir noch. Ah, hast du Energie wieder voll gemacht. Mhm. Finde ich ganz cool, dass teilweise bei diesen Loopings und so, das in so mehreren Ebenen hintereinander angelegt ist. Mhm. Das ist ein ganz netter Effekt. Stark. Habe ich die eingesammelt? Ja, ne? Ja. 182 jetzt. Auch die schönen Tassen. So schön. Erinnert mich an auch ein anderes Spiel im Vergnügungspark. Ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist. War eins der Lieblingsspiele meiner Schwester auf dem Mega Drive. Sagt dir Talmids Adventure noch etwas? Nee. Ich kenne alle komischen 2D Jump'n'Runs. Es war ein Namco-Spiel, das Arcade und ja, auf dem Dual auch gegeben hat. Wie schreibt man das? T-A-L-M-I-T. Okay. Achso. Da gab es wahrscheinlich noch einen anderen Namen, aber wir kennen es hier als Talmids Adventure. Und die Baseball-Roboter. Mhm. Jetzt mal, du musst hoch, ne? Ja. Ach so. Ah, gefährlich. Wow! Nicht schlecht. Guck mal, ich hab extra das nächste Leben verdient, ne? Alle 250 wahrscheinlich? Ja, ich glaube, du kannst die Zahl auch verringern oder anpassen. Ja, das ist schon das gleiche Schlagding, aus dem ich eben schon mal raus bin, ne? Ja, genau, du bist hier diesen Wasserfall. Bin ich ja schon mal hoch. Und der ist mal wieder zu schräg. Machen wir es so. Hier komme ich nicht hoch genug. Also nicht ganz so steil. Okay, nicht ganz so steil und dann aber. Ah, so. Okay, du kriegst ja, aber. Schaff ich. Sehr gut. So, jetzt hier wieder runter. Ja, genau, mach die Balance kaputt. Lass die einfach. Du musst sowieso keine Diamanten bringen. Ich schätze mal, der zielt, soll der Boss sein, oder? Das werden wir rausfinden. Das ist ein großer Baseball-Roboter, würde ich sagen, ne? Ich sag dazu nichts. Wir sehen ja schon auf den Screens ein bisschen was. Das ist Boss-Alarm. Boss-Alarm. Was ist er denn? Da ist er. Nicht schlecht, was du getippt hattest. Hattest du gesagt, ein großer Baseball-Roboter? Ja. Mann, 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 Gregor. Aber wir haben ja auch in den Screens vorher gesehen, dass das potenziell was sein könnte. Okay, das ist ein Pitcher. Wirft mit dem Ball. Slidet zur Base. Immer ganz gut, glaube ich, hier einfach so in seiner Mittelzone so ungefähr zu bleiben. Der hat auch nicht so viel Energie, der Boss, ne? Der hat nur 3 Streifen. Ist vielleicht nur die halbe Miete. Mhm. Okay, ein Drittel nur noch rüber. Nein, der kann mir gar nichts.
Und gleich hast du ihn. Komm, einen Treffer noch. Das war's. Gerade jetzt, oder? Mhm. Oh nein! Das glaub ich nicht. Jetzt kommen die Kleinen nochmal. Das hab ich tatsächlich vergessen. Okay, jetzt wird's. Okay, einer schon weg davon. Ja, die wirst du. Hier ist der Dash tatsächlich ganz gut in dem Bosskampf. Mal gucken, ob du durch die. Wie ich jetzt durchtauchen kannst. Ich jetzt einfach noch sterbe. Alter, wie viel Energie ziehen die mir denn ab? Ordentlich, ja. Na, das schaffe ich. Ich habe ja noch 4 Leben. Ja. Das wird der Moment, den wir aus dem BOD später rausschneiden. Das ist merkbar, warum sind eure Haare länger auf einmal? Okay, einen hast du. Den nächsten hast du gleich. Ist egal, auch wenn ich alle Leben jetzt verliere, ich werde es trotzdem schaffen. Ob jetzt noch kleinere aber kommen? Nee, das war's doch, oder? Mal sehen, vielleicht kommen jetzt 8 kleine. Nein. Guck mal, da ist die Karte. Ah, sehr gut. Gut, es hat dann im Endeffekt nur für ein A-Ranking gereicht dadurch. Bist du dir sicher? Weiß ich nicht. Nee, es wird nicht mal B. Stark. Das ist eben die Bosse. Ja, ja. Wahrscheinlich haben wir auch ein bisschen Abzug dadurch jetzt schon, dass wir die Trankflasche gefüllt haben. Ah, du hast recht. Wir können die also auch rausnehmen, ne? Nö, ist okay. Wir wollen es ja erstmal ein bisschen ausloten und man kann ja immer wieder zurückgehen und die Rankings nochmal neu und anders machen. Ja, du bist übrigens in der Kampfkugel angekommen. Mhm. Und bist du einer der Kampfclowns, Gregor? Bin ich das, ja. Verschiedene Posten der Kampfclowns sind äußerst ansprechend. Wir lachen ja alle gern. Das ist auch ein großes Thema bei RBTV Home heute Abend, wenn ihr jetzt schon mal ankündigen, dass alle gerne lachen. Oh ja, bin gespannt, ob wir wirklich alle lachen können. Blake in Balthasars Bazaar. Ja, du? Ah, ich glaube hier. Mutstein zum kleinen Preis. Ja, die kannst du dir mal angucken. Ah, okay, also K.O. mit einem Treffer. Mutsteine sind Debuffs. Ah, okay, nee, das sind Debuffs, okay. Genau. Das ist mir too much. Das machen wir nicht. Ich glaube, hier irgendwo in der Kampfkugel gibt es so eine Art Arcade, da kannst du so ein kleines Minispiel auch spielen, was ich gar nicht so uncool fand. Such das mal. Mal. Kann sein, dass es auf einem anderen Stockwerk ist. Kiki Salon. Pferdeschwänze, nein, tut mir leid. Beim Venue für den Soundtrack schätze. Genau, da kannst du Musikstücke freischalten. Hier. Ah, sieh. The D-Pad. Captain Kalas Quest 2. So, schauen. Audin Lucas. Dance, Dance, Dance Now Revolution. Was haben wir sonst? Abspielen. Fists of Frog. Mhm. Press Jump for New Game. Es ist auch schwieriger, als man denkt. Ah, okay. Wenn du hast jetzt quasi die Powerpille eingesammelt, über Pac-Man. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wenn die rot sind, darfst du sie nicht mehr reißen. Ja, okay, das ist knifflig. Du hast aber recht, da muss man ein bisschen aufpassen. Stark. Oh. Okay, letztes Leben jetzt, aber den nächsten Level wirst du, glaube ich, schon schaffen. Ah, da geht er auf Nummer sicher, der Profi. Safe since, better safe than sorry. Schaffst du den Highscore von 2000? Das bezweifle ich fast schon. Ha? Das galt nicht, ja, der war noch aber. Hat sich doch zurückverwandelt. Ja, du kannst ihn ja einfach drüber fahren, musst du nicht wissen. Ich kann nicht drüber fahren. Komm, einen Versuch machst du noch. Okay. Hast du einen Highscore gekriegt? Ja, ne? Das weiß ich nicht mehr. Wäre das was für Speedrandale, das Spiel? Nö. Es ist, du gehst mit dem komischen Ausgangswinkel raus, habe ich das Gefühl, ein bisschen. Weil jetzt war ich ein bisschen schräg, aber jetzt ist es zum Beispiel direkt nach oben geflogen. Mhm. Man muss sich echt nochmal dran gewöhnen, was so die verschiedenen Zonen hier sind. Was ist jetzt passiert? Hattest du das letzte schon eingesammelt? Also dann war das, habe ich das aus dem Augenwinkel falsch gemacht. Ich dachte, da wäre noch ein Blatt gewesen, noch ein Ding gewesen. Im Chat sagt, Schmollex, er hätte Fist of Rock durchgespielt.
Natürlich. Aha. Ich glaube, das werden wir jetzt aber nicht weiter probieren. Ich glaube nicht, nee. Also das kann man natürlich gerne mal ausloten. Ist auch schwierig, klassische Arcade-Konzepte nochmal anders umzusetzen, weil das in der Form hatte ich bisher auch noch nicht gespielt. Okay. Also wir müssen zur Kampfarena, ne? Ja. Carol, wait up! Lilac, hi, how's it going? What were you thinking? You shouldn't have run off without us. I don't need a babysitter, okay? I can handle myself. That's not the point and not at all what I meant. We want a battle sphere too! Mila? If we're gonna fight in the battle sphere, then we're gonna do it together. Ach, stimmt. Alle zusammen. Alle zusammen. Awesome. Looks like the old Carol charm is finally rubbing off on you guys. Even you, scary lady. Don't flatter yourself. I'm here to recruit the champion to our cause. And to help you. You are clearly doomed to fail without our support. Gee, thanks for the vote of confidence. Ganz oben. Es gibt sogar verschiedene Parcours. Na klar. Das dauert aber insgesamt nicht super lang. Our next contestant is a water dragon. Now there's something you don't see every day. Stark noch ohne Gegentreffer durchgerusht. Mhm. Wow, nichts eingesammelt bisher, wobei in der Arena... Das ist, glaube ich, bei dem Arena-Kampf hier nicht so entscheidend. Stark. Wow, und die kennt man natürlich auch. We have a new record. Ah, es wäre fast da geworden. Ja, und das, also so langsam war es ja, glaube ich, jetzt nicht, ne? Aber wir haben ja das Behelfs-Item, das kriegen wir wahrscheinlich keine wirklich mehr so guten Rankings. Ja, wir können das auch mit dem Extra-Leben dann wieder rausnehmen, ne? Also Battle Royale, der Kampfroboter. Alle zusammen. Mhm. Falls ihr euch das übrigens fragt da draußen, wir spielen hier auf der PS5, ich habe es vorher auf der Switch gespielt, privat, da läuft es genauso. Also es ist zum Glück mal eins der Switch-Spiele, was technisch nicht irgendwie abfällt im Vergleich zu den anderen Versionen. Ich konnte da jetzt keinen großen Unterschied feststellen, oder generell keinen Unterschied. Man aktuell heutzutage leider nicht mehr garantieren. Stimmt. Die Hardware, so gut die Switch im Jahr 2017 gewesen ist. 2024 sieht es ein bisschen anders aus, aber... sehr gut, wenn solche Spiele dann allgemein vernünftig optimiert sind. Ja, es wäre bei so einem Spiel aber echt auch natürlich fatal, wenn es dann, keine Ahnung, auf einmal mit 30 Frames laufen würde. Und du brauchst auch die Geschwindigkeit hier, ne? Ohne die Geschwindigkeit fehlt so ein Alleinstellungsmerkmal. Bist du übrigens schon in der letzten Runde angekommen? Bin ich das? Na klar. Ja, ich habe geblockt. Okay. Oh, wieder 96. Knapp. Cent. Ja, schade. Und ich schätze mal, ein Bossfight jetzt. Mal gucken. Wow, looks like somebody didn't get the memo. Igor. Only the last fighter standing can ultimately face the champion of the Battlesphere. Oh, right. Does that mean what I think it means? Because if it does, I don't like what it means. All right, here's the plan. You guys take the fall, and I'll take on the champ. No, you have done well to come this far, but facing the champion is my responsibility. What? You don't think I can handle this? Guess we're going to have to settle this the hard way, huh? Oh, I've been waiting a long time for this!
Okay. Das fand ich schwerer, besonders diese Eissäulen, die Mira immer macht. Ich würde erstmal die Grünen einfach erledigen. Ja, komm her. Alter, ja, okay. Das wird nicht gut ausgehen, ne? Nope. Boah. Ui, das ist mutig. Andererseits, wahrscheinlich gibt es hier eh keinen Checkpoint. Das ist jetzt wahrscheinlich im Endeffekt egal. Ups. Und ja, von der Festplatte gelöscht. Ja, warte mal. Kreis ist raus, ne? Alter, was geht hier? Letztes Leben jetzt, ne? Oh, es sieht aber nicht schlecht. Ich glaube, du hast es geschafft. Alter Schwede. Durchgeschießt. Im letzten Leben und der letzten Energie. Ein gutes C. Gutes C, würde ich sagen. Ja. Ein neuer Rekord, Hype immerhin. Ist ja noch eins. Klar, okay. Captain Kalaus ist noch dran. Ganz vergessen, den Captain Kalaus. Ich weiß nicht genau, ob du jetzt die Leben hast. Ob ich jetzt die Leben noch habe oder nicht. Na, uff, wieder ganz von vorne dann. Nee, das glaube ich nicht. Sub-Zero, jetzt nur noch Zero. You have fought well, citizen. I, Captain Kalau, acknowledge your foot. I am honored, Captain, and would like to extend to you an invitation. Wenn er ein Clown wäre, wäre Captain Kalauer. Schreibt gerne Chat, was ihr von Gregors Gag haltet. Help us protect our city. Ich fand den in Ordnung. Ich fand den auch gut. Is that so? Very well. I will make time to listen to your intriguing offer. What first? Dein Gag war erfolgreich. Geil, sehr schön, Weltklasse. 5 von 7, sehr lustig. War ein guter Gag, mega. Okay, was wird die Challenge? This calls for a race. Okay. Really? You do know who I am, da hast du gute Chancen mit dem Dash, kann ich dir sagen. Es kann alles von denen sein, ne? Das mag sein. Ja, schaffst du easy, den Charakter. Och nee! Das war schade. Okay, du bist ganz leicht zurück, das kannst du aber noch einholen. Dass der Boost auch noch eine Aufladezeit braucht, ey. Ja, sonst würdest du ja permanent boosten. Was ist verwerflich da dran? Du hebelst die normale Fortbewegung des Spiels dadurch aus. Du hast ihn gleich wieder. Das wird ein super knappes Finish. Okay, letzte Runde. Ah. Alter. Das gibt's doch nicht. Nervig. Das schaffst du schon, Gregor. Kriegen wir schon. Jetzt kennst du ja die Strecke. Ja. Kenn ich sie? Nein.
Okay, Hälfte ist geschafft, würde ich sagen, vom kompletten Rennen. Vierte Runde. Ja, so viel Vorsprung schaffst du nicht. Okay. Damit hast du die Kampfkugel bekommen, würde ich sagen. Das war ja was. Ah, Mann, schon wieder 96. Wir müssen das Ding mal rausnehmen. Abstellen. Wir wollen wieder A's haben. Ja. Das gute A. Ja, wobei eben hättest du verloren ohne das eine extra Leben. Braucht denn jedem dieser Spiele so einen Captain, der eigentlich gar nicht so der Held ist, wie er gerne sein möchte, wie Captain Quark bei Ratchet? Ja, oder Captain aller Captains. Oder Captain, wie heißt der bei Futurama? Zapp Brannigan, ja. Der Captain Quasar, der zählt auch dazu natürlich, klar. Ist der nicht Quark? Heißt der Quark, nicht Quasar? Bei Ratchet & Clank? Das könnte Quark sein, ja. Danke, Sir. Die Universal Championship. Hast du plus 5 auf Charisma bekommen? Schön, ja. Habe ich jetzt den Bürgermeister gewonnen? Vielleicht. Eine Kiste. Eine Lootbox. Ein Gegner ist da drin. Your reward is coupons for you and 5 of your friends to dine at City Hall in glorious downtown Shangmu. Lecker. Stark. Thank you, Mayor Zhao. What an honor. I suppose I could use a free hot meal. Hot meal? It's funny because you... I know. Hilarious. Glorious! Thank you all for ich hab den Gag nicht verstanden. Ich auch nicht. Vielleicht, weil sie die Eisprinzessin ist. Irgendwie sowas. Vielleicht. Aber auch dann mag man auch gerne ein leckeres, warmes Mahl. Hä, ist Captain Claw etwa ein Verräter? Können wir uns das vorstellen? Nein. Nicht der Captain. Good. But I have no intention of underestimating them. Nothing can be left to chance. Not this time. That was so awesome! Except for the part where we didn't win anything. That was stupid. Look on the bright side. We got the captain's attention. And we can eat at Mayor Zhao's mansion whenever we want! Yeah, I guess. Wenn wir jetzt lecker was essen, dann ist es weiter. Ich mach mal weiter, würde ich sagen. Ich würde kurz austreten gehen, also kannst gerne schon mal zum Nachmittag. Das darfst du wohl. Ich guck mal, was als nächstes so ansteht. Ich guck mal, was es hier vielleicht noch so zum Einkaufen gäbe. Schlauer wäre es eigentlich, würde jetzt direkt hier rausgehen, liebe Leute, und schon mal die nächste Mission starten, damit Gregor nicht wieder eine komische Reihenfolge auswählt. Und wir jetzt schön mit der leichtesten Mission dann weitermachen. Okay, hier haben wir noch eine Taverne. Okay, wir haben keine Songs gekauft. Okay, ich mag meine Schuhe. So, genau, das ist quasi erledigt jetzt. Jetzt machen wir mal Panik der Himmelspiraten weiter. Ja, Shimmy, was du im Chat gerade fragst, ich glaube nicht, dass das geht. Ich habe das bei mir nicht ausprobiert im Vorfeld. Ich habe da mal angefangen mit den anderen, aber nicht in einem laufenden Spiel gewechselt. Ich glaube fast nicht, dass man den Charakter jetzt wechseln kann, wenn man einmal angefangen hat. Aber das kann auch Quatsch sein.
Hey, ein Angriff aufs Vogelmuseum. Pangu contains an extensive database of our history and culture. Much of its knowledge has yet to be deciphered. So, wir packen mal die Items wieder weg. Das brauchen wir eigentlich nicht, hoffe ich. Mit dem extra Leben. Ist das Gregor? Du wirst es nicht glauben, Gregor, es gab einen Angriff auf das Vogelmuseum. Ein Angriff auf das Vogelmuseum? Auf das Vogelmuseum, ich bin direkt drin. Rein zufällig, wo ich rausgegangen bin, und dann wird das Vogelmuseum angegriffen. Ich hab's im Griff, aber die Situation. Sehr gut. Ich hab das Item jetzt unequipped. Ah, gut, ja, dann sollten wir auch ein bisschen besser mit dem Ranking sein. Könnte es mit der Intrige von Captain Kalau zu tun haben? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hier, obviously, muss man die ganzen Dinger auch zerkloppen. Man könnte auch die Gegner zerstören, aber es dauert ungleich länger. Ja, es macht auch mehr Spaß, die Dinger zu zerkloppen, finde ich. Get it? Ja, es ist immer, wenn du einmal berührt hast, im nächsten Sprung. Erst wenn du springst. Genau. Möglicherweise spiele ich jetzt mittlerweile auch mit dem Digi-Kreuz. Vielleicht ändert sich ja im nächsten Level dann nochmal. Jo, ist wahrscheinlich Quatsch. Gehen wir mal da weiter. Wir haben einen Checkpoint. Ist ein Haus auf dich draufgefallen? Man weiß es nicht genau. Ja, einfach so mal. Na die. Hallo. Jetzt komme ich da nicht mehr runter. Da waren noch Jump. Viele schöne Diamanten. Na, egal. Vielleicht kommst du wieder, kannst du wieder zurückspringen. Das mache ich nicht. Das ist übrigens der Sammler. Quasi so eine Art elementarer Perk. Ich kann das hier einmal kurz zeigen. Da steht es besser, als ich das jetzt in der Kürze erklären könnte. Die Elementarkugel, wir hatten das mit dem Gelben ja schon in der Stadt da gesehen. Ja, also das schützt sich dann je nach Farbe vor verschiedenen Angriffen einfach. Die erinnern mich auch an irgendein anderes Spiel. Vielleicht so ein bisschen wie die Mücken bei Rayman oder so, diese Stechmücken, die es da gab. Ja, ich glaube, so eine Stechmücke. Die will man so dann straight nach unten auch. Ich habe die auch irgendwie kleiner im Kopf gerade, weiß ich aber auch nicht, ob ich gerade an Rayman denke oder nicht. Kontrollpunkt und langsam Boss. Jetzt sind wir einfach im Cyberspace gelandet. Okay. Das kennt man auch. Die rhythmisch erscheinenden und verschwindenden Blöcke. Mega Man. Ja, schon. Es ist auch hier so ein bisschen Mega Man drin in dem Spiel, ne? Ja. Also hier eher
Die Location erinnert mich, wie ist es, das Game Freak-Spiel auf dem Mega Drive, also von dem Pokémon. Ah, ich weiß, was du meinst. Oh Gott. Voltman? Nein, irgendwas mit... Pulseman? Pulseman könnte es sein, ja. Ja, das hatte nämlich auch so ein Level-Design, aber so ein Hintergrund auch. Ich muss mal einmal kurz nachdenken. Wo soll ich denn jetzt hier? Ah, okay. Nach rechts wieder? Ja, ne? Ja. Alter, wie unnötig. Boah, dreimal getroffen. Völlig unnötig. So schön gespielt vorher. Oh. Spinny. Oben war noch Energie in der Ecke. Oben rechts ist jetzt auch welche. Ja. Dass du nicht geradeaus nach oben boosten kannst, das ist ein bisschen kniffliger. Ah, das von sie fertig hoch. Ganz, du musst auch nicht boosten, ne? Du kannst auch den Doppeljump dahin. Mhm. Wahrscheinlich habe ich das, die Spinne noch vorher kaputt, bevor ich alle die Lampen aus habe. Sehr gut. Ich bin klein, ich bin haarig und ich bin schwarz wie die Nacht. Ist das Spinny? Wenn du mich nervst, beiß ich zu und dann ist ganz schnell Schicht im Schacht. Vorhin schon dran gedacht, aber ich hätte den Text nicht mehr aufsagen können. Mit 8 Beinen und 8 Augen sehe ich ganz schön scheiße aus. Darum gehe ich auch so ungern und so selten aus dem Haus. Ruf Spinny an, wenn du ein Spinner bist. Durchsichtig, wenn es weiß ist. Okay. Oh. Ei. Ei, du bist gefangen. Oh, in der anderen Dimension. Insta-Kill. Oh, sehr gut. Gut geboostet. Okay, Energie wieder. Das zeigt das Zeug aber vom Boss jetzt. Na klaro. Boss-Alarm. Oh, mit 2 Plattformen sogar. Da haben wir ihn. Ein Sloth. Robo-Sloth. Right now. Stay where you are, Carol. This one's personal. Besides, this situation needs a more delicate touch. This is for trashing our house, you jerk! Du Knilch! Er hat auch nur 4 Energiepunkte. Ja, denk an, du kannst auch den Jump-Kick nach unten machen, ne? Falls du über ihn bist. Einfach Angriff und nach unten, ne? Ja. Oder was? Jump und nach unten. Nee. So faul ist dieses Tier gar nicht. Oh, der war sehr gut. Oh, wieder einer. Super. Gleich die Hälfte. Na komm. Gut. Hey. Okay, und so ein Schlagreichweite muss man nicht unbedingt kommen. Schade. Ja, einzelne Treffer sind weniger zu empfehlen, weil er dann gleich durchsäbelt. Okay. Okay, wird vielleicht nichts fürs erste Leben. Also, du hast ihn gleich auf ein Viertel runter. Aber ich will mal wieder so einen Dash-Treffer haben. Ah, vielleicht kannst du ihn wirklich unten dann locken, wenn du nicht hochkletterst. Hier hast du ein bisschen bessere Chancen. Das stimmt. Yes. Sehr gut. Oh, und jetzt Stufe 3. Jetzt dreht er völlig durch. Okay, wenn man klettert, kann man nicht den Schutzdings machen. Eine Viertelwurst hast du noch. Ah, okay, ich schaffe ihn aber jetzt easy mit. Die Hälfte, ja, den hast du gleich. Ah. Oh. Fies. Okay, 2, 3 Treffer noch.
Boah, yes. Du wusstest, wo er auftaucht. Das war Zufall natürlich. Da. Frag mich mal, ob einen die Explosion dann später auch noch treffen könnte. Das wäre gemein. Das wäre wirklich gemein. Also, A-Ranking. Ach, komm, kein B? Doch, B reicht. Na gut. B wie Benug. Hey, you've got some explaining to do, mister. Who are you? Why did you destroy my home? You broke my buddy! Oh je. Das tut mir leid. Moment, es tut mir nicht leid, wollen mich umbringen. Ich muss mir nochmal was von diesen leckeren Getränken da drüben einschenken. Muss einmal kurz durchs Bild laufen. Und nochmal. Klack. Ziemlich aufgeregt, ja. Er ist richtig sauer. Ja. Lilac here. Mission accomplished. The culprit is incapacitated. You fool! What are you still doing there? The thieves are getting away in their airship. What? I only found that out, like, right now. Enough. Head to the seaport immediately. Move out. Hey. Dummy. You fell for it. Hey, get back here. Er hat uns reingelegt. Okay. Also wir haben Luftschiff Sigvada. Hab ich das nicht gerade gemacht? Nee. Oder? Da war ein rotes Ausrufezeichen. Ja, dann wird das schon richtig sein. Diese Schräubchen kennen wir natürlich auch aus vielen. Ja. Mario fast eher, ne? Yoshi's Island. Ja, stimmt. Ich habe mir gerade mal ein bisschen die Tipps zum Spiel so angeschaut, die ich mir ausgedruckt hatte. Get good at guarding ist einer der großen Tipps. Aber das sind wir, glaube ich, ja schon. Ja, wir waren schon vorher gut. Müssen es nicht mehr so getten. Da unten war Energie, ne? Ja. Aber im Moment noch nicht. Ich mag's, wie du da durchrushst, Gregor. Das hast du eben schon so gut gemacht. Ja, so. Und wie du jedes neue Spielelement sofort kapierst. Musst du da kurz überlegen, wie das geht. Ja gut, wir waren zum Glück bin ich an einen schon rangekommen vorhin. Donkey Kong ein bisschen, ja. Allgemein, das sind ja die finalen Stages von den alten Sonics. Da gab's ja auch dann Komm ins Luftschiff von Robotnik rein. Mhm. Was ist nochmal mit Robotnik und Eggman eigentlich? Robotnik ist schon der richtige Name, ne? Eggman ist der richtige Name. Robotnik haben sie für die westliche Fassung umbenannt, weil was ist schon ein Eiermann? Schwierig. In welche Richtung dann? Na, rechts bist du eben schon mal runtergefallen und tot gegangen. Ja, vielleicht ich mag deine Beharrlichkeit, die du hier an den Tag legst. Okay, that's not it. Ich glaube nach links weiter. Nach links dann. Aber jetzt. Das hattest du eben schon mal gemacht, oder ist ein anderes jetzt? Ein anderes. Okay. Okay, ich muss die. Stark. Du hast es dir natürlich selber jetzt für den Boss-Alarm ein bisschen schwerer gemacht in der Runde, weil du zwei Leben schon verloren hast. Ah, Moment, aber du hast wieder das Loadout ausgewählt, wo das wieder aktiv war, ne? Hab ich das? Ja. Aber es ist jetzt in dem Fall, glaube ich, nicht so schlimm. Sonst wäre das nämlich dein letztes Leben schon gerade.
Wo würdest du das jetzt so einstufen, Gregor? Ist das für dich eher ein Jump'n'Run oder ein Actionspiel? Es ist schon ein Jump'n'Run, aber du hast natürlich eine recht große Kampfkomponente hier. Ja, und das ist aber auch, du kannst wenig, also klar, das ist jetzt eben noch passiert, aber im Grunde genommen kannst du nicht viel in Abgründe oder so springen. Also das Springen ist eigentlich nicht so krass entscheidend. Nee, das stimmt. Aber trotzdem, das Springen ist nochmal hier das entscheidende Element. Und dementsprechend, ist das gut? Das ist gut. Versuch dich einfach so weit, wie es geht, zu bewegen. Jedes von diesen Yin- und Yang-Dingern gibt dir später einen Edelstein. Schade. War richtig gut. Wir sind schon drauf gerechnet, schätze ich mal. So, alles rum. Oh, wie schön hast du das denn gemacht? Energie? Ja. Alles gepasst. Ach, vielleicht fehlt da oben fehlt noch einer, ne? Vielleicht ist der ganz links. Oh Gott, wo ist der denn? Trau mich jetzt am Levelanfang lag der wahrscheinlich. Ja, ist ja. Ja, fast. Ich würde nicht mehr kämpfen jetzt ohne Energie. Da, Energie! Oh, das kann doch nicht sein. Dass du jetzt natürlich auch keine Energie dann eingesammelt hast, das ist nicht. Wo ist es denn? Ich glaube, du hast dich schon direkt drüber geschossen. Ja. Das ist explodiert durch diese Bomben. Das kann auch sein. Das wird nicht gut ausgehen dann. Naja, wir können auch mal nach einer Stunde 40 Minuten einen Level mal wiederholen müssen. Das ist schon okay. Ist schon in Ordnung. Also es werden sicherlich nochmal Energiedinger kommen, bevor der Bosskampf losgeht. Und dann schaffst du ihn einfach in einem Leben. Ah, oh geil. Bisschen Energie. Stark. Rechts ist auch noch mal Energie dann. Schön, schön, schön. So, jetzt mal gucken, was geht hier. Du musst wieder Dinge einsetzen, genau. Okay, volle Energie. Und Boss. Nicht viel Energie. Oh, wenn du das schaffst, Gregor, dann wirst du heute Abend von RPTV Home befreit. Okay, jetzt geht's um die Wurst. Jawohl. Ich habe die Kompetenz dazu gar nicht. Ah, aber du bist der Motivator hier. Geil, wie du das gemacht hast. Schön, ne? Aber ist noch nicht vorbei anscheinend. Lasst mal die Herzen dafür, Gregor. Der hat gerade mit kompletter Null-Energie die letzten 5 Minuten hier gespielt. Pengu! Ja, ich glaube, du hast es geschafft tatsächlich. Whoa there! Throttle back, Tiger! Das ist aber vorher nicht gut gespielt von mir eben. Doch. Und mit Glück ein bisschen Glück dadurch. Zweimal runtergesprungen, das konntest du ja nicht wissen. Beim ersten Mal konnte ich es nicht wissen, stimmt. And mercenary extraordinaire in the flesh. That Pengu of yours is a real sweet piece. Ich habe das Gefühl, dieses Getränk, was ich da von der Fensterbank genommen habe, ich muss mal kurz gucken, in welchem Szenerjahr das abgelaufen war. Das schmeckt vielleicht so, oder? Was steht dran? So verblichen, ich kann das nicht mehr lesen. Das heißt, dass es gut ist. 18. Noch ein Boss. Nee, ist noch haltbar, alles klar.
Immer noch mit dem gleichen Leben? Ich werd verrückt. Das schaffst du auch noch, Gregor. Ey, kann man auch nicht anders treffen. Oh, komm, du machst es, Gregor. Immer schön auch blocken zwischendurch dann. Stark. Stark. Ja. Stark, hat noch ein Herz. Noch 3-4 Treffer. Oh. Fire. Oh. Yes! Gregor hat's gemacht. Geil. Oh, hammergut. Ey, war das knapp. Hammergut. Alter Schwede. Stark. Danke dir. Boah, ey. Wow. Da habe ich mein Zielrating aber gut verdient, ey. Das ist okay. First try. Das war ja nochmal ein richtiges Highlight. Krass. Er ist auch beeindruckt. Tatsächlich ist was in Schwitzen gekommen, ja. Hey guys, kept you waiting. Huh? What the heck, Corey? Carol? Das war ein Metal Gear Solid Zitat. Ja. Well, ain't this a Charlie Foxtrot of a situation. Sorry, sis. Another time. Corey! After her! Verarscht. Nur eine Puppe. Clever. Richtig clever. For a wildcat. But look, Pango's back! Yay! I guess that's something to celebrate. Carol, was that your sister? Yeah, honestly, I'm totally weirded out right now. Die erfolgreiche Schwester aus der Familie. This was an attempted robbery of a major historical artifact on Shangtusian soil. Airspace. Both. The Magister will hear of this. The ports have been ghosted, m'lady. Excellent. And the Pangu drone? Die ist verloren. Too much downtown action. We had to jink out of there pronto. Unfortunate. Remember, feline, I cannot guarantee the safety of you or your family unless you have properly fulfilled your duties. Yes, m'lady. The drone will be ours. Sie macht es für das Gute der Familie. It is only a matter of time. Es ist ja mehr Erpressung auch ein bisschen. Ja, stimmt. Scanning location. Good evening, sir. Hey, ein Pinguin. The museum got trashed, so this place is your new home for now. Location set as. Wir haben alles zerstört. Jetzt sind wir das, ist so unser neues Zuhause. Ich muss bei Pengu immer an Pingu denken, diesen kleinen Knetpinguin, wenn du den noch. Das Ding, dieses Nachgespielte mit Pingu, das kennst du, ne? Das Ding aus einer anderen Welt? Ja, das kenne ich, ja. Das Ping aus einer anderen Welt. Es gibt auch ein PlayStation 1 Spiel, ne? Wenn du das mal gesehen hast. Pingu? Ja, ein japanisches PlayStation 1 Spiel. Das denn noch nicht gespielt? Ich habe es im Retro-Club mal gezeigt, also das sollten wir auf jeden Fall mal spielen. Das ist sehr, sehr gut. Ernsthaft? Das ist fast schon ein bisschen so Point-and-Click-Style. Your frankly nebulous familial ties don't even come into it. Whatever. Okay, wir haben Pengu wieder zurück. Ich würde mal nochmal hier den Quickshop gleich. Können wir schon was kaufen, ne? Ja, wir haben sicherlich eine Menge Edelsteine mittlerweile wieder. Das wäre etwas, wo wir mehr Schaden verursachen. Das wäre vielleicht ganz nett. Jetzt kommt tatsächlich die schwierigste der drei Episoden, die hier gerade ansteht, nämlich das Geheimnis des eisigen Nordens. Das war gerade die leichteste. Das war die leichteste tatsächlich. Holy shit. Genau, wir starten die mal. Ich kann mich jetzt gar nicht in den Shop vorher. Ah, jetzt kannst du in den Shop. Jetzt könnten wir hier mal gucken.
So, wir haben zwei gleich. Na, was wollten wir, dass wir mehr Schaden machen? Das hier wollten wir, glaube ich, haben. Also ich würde das stark? Jetzt gerne haben. Ich ja, doch, du hast recht. Das ist wirklich schon doch irrelevant. Aber dann hast du ein bisschen mehr Entspannung. Aber dann mach das. Dann gib aber noch die Edelsteine aus, damit wir zwei mehr holen. Ja. Und dann für die starke... Das machen den wir. ...den starken Angriff. Fertig, Goldsteintausch. Guck mal, wir können uns... Klar, vier von den Dingern. Vier sogar. Ja, geil. Guter Wechselkurs. Gut, können wir jetzt eh alles nicht, nicht mehr alles benutzen davon. Machen wir ja, nimm den mal. Jetzt gucken wir mal, wie viel davon wir in die Flasche gießen können überhaupt. Das ist. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Stärkeres Schild, ja, wir benutzen den eh so selten. Die Anzahl der Treffer, also maximales Lauftempo. Das ist auch nice. Sprungkraft? Das ist auch alles nice. Probieren wir mal. Sprungkraft, ja, mach mal. Aber ja, werden wir natürlich nicht alles jetzt aktivieren. Ja, wir. Können, ne? Probieren mal so ein bisschen von jedem was. So, die Tigerwasserfälle. General Gong. Okay. So. Mit den Extra-Leben lassen wir mal weg. Wir machen mal hier Wiederbelebung. Wie brauchen wir dafür? Genau, wir haben wir können das selber auswählen. Für jedes Anteil, den wir da reinmachen, kriegen wir quasi eine halbe Lebensblüte. Dann aber eins ist okay. Ne? Das, eins ist okay? Also nee, dass wir zwei nehmen, dass wir eine Blüte mehr haben. Oh, ja. Ja, 4% mehr Schaden. Ja. Merkt man wahrscheinlich nicht so richtig. Und Sprungkraft. Nimm noch einmal mehr Schaden. Ich nehme mal mehr Schaden noch. Ja. Und dann ist die Flasche, glaube ich, auch voll. Wie eine Flasche voll. Das ist übrigens jetzt was ich auch nicht gespielt habe vorher. Jetzt sind wir langsam in der Phase des Spiels angekommen, wo schon erwartet wird, dass du dich mit der Steuerung gut auskennst. Also ich erwarte jetzt hier auch dann ein paar größere Herausforderungen. Ja, es geht natürlich auch ein bisschen mehr dann irgendwie in Fleisch und Blut über, so wie man diesen Dash benutzt und so und wie der sich verhält dann. Genau, ein Gefühl für Steuerung, für Timing. Ganz angenehm bei so modern entwickelten Jump'n'Runs auch finde ist, dass sie von Haus aus einem durch 16 zu 9 mehr Übersicht geben. Ja, stimmt. Das ist ein Riesenunterschied. Ach doch, das habe ich doch gespielt. Das fällt mir nicht erst gerade wieder ein, diese Mechanik. Die Donkey Kong Level hier. Genau, dass du quasi immer wechseln kannst an diesen, keine Ahnung, was das sein soll, Fenstern zwischen Hintergrund und Vordergrund. Mir ist das ja aufgefallen, ich habe letztens mal Sonic Origins gespielt, was ja quasi die alten Sonic-Spiele sind und Sonic CD noch und so, wie die davon profitieren, dass die da einfach in 16 zu 9 neu gebaut wurden, in der Sonic Mania Engine. Das ist eine ganz gute Sammlung. Ja. Mir gefällt die ziemlich gut. Das waren ja, wenn wir eh schon bei Christian Whitehead hier gewesen sind, der hatte ja seinen Start, der hat die iOS-Version, glaube ich, gemacht und das wo es zum ersten Mal richtig in 16 zu 9 war, nachdem man diese ganz mauen Sonic 1 GBA-Version hatte, die sogar reingezoomt war, statt 16 zu 9. Schlecht. Okay, was mache ich jetzt gerade falsch, Gregor? Ich laufe doch jetzt irgendwie im Kreis. Jetzt bin ich wieder hier im Hintergrund. Hier boostest du hoch? Hier boosten wir hoch. Jetzt bin ich hier wieder raus. Jetzt boostest du wieder hoch, wenn du da oben bist. Ja, sorry, man. Hier, das könnte richtig sein. Jetzt kannst du rechts rüber. Ja, da warst du. Bin ich doch wieder da, wo ich gerade schon war. Vielleicht musst du doch nach links. Warte mal, ich bin jetzt hier im Vordergrund. Dann sind wir hier nach rechts gekommen. Jetzt kann ich hier in den Hintergrund gehen. Vielleicht muss ich noch weiter nach links gehen. Ja, doch, das ist es, okay. Ich mal so ganz alte Jump'n'Runs wieder spiele. Eine Sache, die mich dann nervt, selbst wenn du 4 zu 3 hast, manche sind ja so gebalanced, dass du einigermaßen was sehen kannst, wenn sich das Spielebild erst bewegt, wenn der Charakter am Rand ist. Mhm. Kennst du ja auch noch, oder so, ne? Dann siehst du kaum was vor dir ist. Oder es juckelt hin und schnell, hin und her, wenn man nach links und rechts geht. Not so nice. Was mich eigentlich wundert beim Spiel hier, ist mir eben gerade mal so aufgefallen,
dass es keine Walljumps gibt. Oh, man, ja. Also das kommt hier nicht so oft vor, dass du an solchen Wänden wie hier jetzt hängst. Aber ab und an ja schon, zum Beispiel auch bei deinem Wettrennen eben, wo du manchmal diesen Reifenstapel da hängen hast, würde man eigentlich denken, dass das in dem Spiel drinne sein sollte oder müsste. Zwei Sachen. Du hast natürlich hier deinen Dash, der so eine gewisse Funktion, du stößt damit von den Wänden ab. Ja, stimmt. Und wir benutzen auch nur den Charakter im Moment. Also es kann ja sein, dass dann ein anderer Charakter eher so klassisch Walljump hat. Alter. Kann man ja auch von Knuckles zum Beispiel, der sich festhalten kann. Ich glaube, du musst schon von hinten und dann wieder hinten zurück. Ach so, hier runter. Smart. Knapp. Ah. Okay, jetzt sind wir hier. Also ich habe zumindest den Anspruch, noch den Level jetzt zu schaffen. Ja, das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Hast du noch zwei Leben, volle Energie. Wow, ach, du bist wieder ins andere Loch gefallen. Fies. Warte. Warte mal, jetzt bin ich wieder... Ja, du musst warten. Ja, manchmal ein bisschen verwirrend. Okay, jetzt bin ich im Hintergrund. Das ist halt jetzt gehen wir hier durch. In den Vordergrund, gehen hier durch. Holen die Energie wieder auf. Lass uns direkt wieder treffen und zwar nochmal auf der anderen Seite. Aber du hast voll wieder. Alter. Okay, nichts passiert. Hier hoch. Oh. Wieder raus. Hier wieder hinter. Und wieder raus. Ich muss dann direkt wieder raus, ne? Ja. Okay, ich schieße mich jetzt darüber. Sehr gut, dann kannst du die Kiste gleich holen. Es wird, glaube ich, doch nichts mehr in den Level hier noch abzuschließen. Okay, jetzt kannst du die Kiste auch machen. Das ist ja nur für die Kiste jetzt hier. Ein Mutstein. Waren diese Debuff-Dinger, die man ausrüsten kann. Jetzt kannst du wieder weiter rechts. Die Krise. Rechts einfach durch. Nee, das ist das, wo ich herkomme. Genau, du bist von rechts gekommen hier? Ich jetzt ganz nee, ich oben durch und jetzt rechts weiter? Nein, das ist doch das, wo ich gerade auch schon war. Wirklich? Ich bin wieder zurückgefallen, indem ich da runtergefallen bin. Okay. Okay, den Level nein, du, ich dachte, du hast nur diese kleine Schleife gedreht, damit du das Item hast. Jetzt und jetzt wieder, dass der Level weiter rechts geht. Ach so, du glaubst, ich soll gar nicht nach links? Ja. Aber du kannst ja erstmal gucken, weil ich glaube, hier bist du in einer Schleife gefangen, damit du dieses Item holst. Weißt du, was ich hier gerade eingesammelt habe? Also meinst du nach rechts weiter? Würde ich sagen. Okay. So, oben durch und jetzt weiter nach rechts. Da hat er recht. Hat er rechts, heißt es. Okay, das ist schon gefährlich. Zeit auf. Uff, okay, hart. So, jetzt auch schon nochmal drauf. Ach so, da rein jetzt einfach. Eigentlich sehr gut. Diverse Bonus. Ja, hast du. Man auch. Boah, fast 50. Also was ich wirklich mag, da wir uns jetzt auch so ein bisschen ja schon dem Ende des Let's Plays langsam nähern, dass sich jeder Level schon bisher zumindest in dem, was wir gespielt haben, sehr anders anfühlt. Mhm. Also immer sehr viel eigenständige Ideen drin und sehr viel Abwechslung innerhalb der, so weiß ich nicht, was das immer waren, 6 bis 10 Minuten, die so ein Level dauert. Und dass es auch kaum so Level gibt, die darauf aufbauen, von wegen, okay, das ist jetzt der Level 1 von Welt 2 und dann am Ende von der Welt kommt dann ein Endgegner, sondern dass jeder Level so ein bisschen für sich steht und seine eigene geschlossene Geschichte mit so einem Boss hat. Finde ich in Ordnung, ja. Vor allem, weil auch die Level lang genug sind, dass du jetzt nicht Stage 1, Stage 2 brauchst. Stimmt. Woher kennen wir so eine Art von Boss? Kommt zum Beispiel Strider. Auch Link to the Past, oder? Also das ist ein ganz als Sidescroller mit den einzelnen Elementen denke ich eher an Strider. Aber von Top-Down natürlich hast du diese Elemente bei vielen Zeldas, speziell Link to the Past. Jetzt kannst du ihn ja Schaden machen auf dem Kopf. Und heilt er sich wieder? Macht er? Weiß ich nicht. Nein, das wäre ja doof. Also musst dich verstecken wahrscheinlich, wenn er sein Blitzding macht. Warte im Hintergrund, bis es fertig ist.
Du musst nicht springen, wenn du im Hintergrund bist, ne? Ja, du hast recht. Okay, also die Körpertreffer bei ihm sind nicht das Problem. Ja, für, okay, also sobald du einen Strich weg hast, dann geht der Kopf erst wieder frei. Jetzt hinten verstecken. Du wirst trotzdem getroffen? Ich bin trotzdem getroffen. Was ist denn das? Ich kann es natürlich so machen, aber... Ja, musst du wahrscheinlich auch. So, jetzt fängt es wieder an. Ja. Also ich halte es für einigermaßen unwahrscheinlich, liebe Freundinnen und Freunde, dass ich jetzt hier den Endgegner auch noch schaffen werde. Komm, gleich die dritte Stufe. Okay, jetzt geht die dritte Stufe. Weil wir los. Zumindest ja diesen Perk jetzt haben, dass ich mit mehr Energie kriege. Ja, bist du auch gerade mit einem Plus. Ja. Ich sehe es gerade. Und gleich hast du wieder alles weg. Jetzt kannst du wieder auf den Kopf. Okay, dann bin ich in der letzten Runde, ne? Ja. Dann schaffst du es. Aufpassen. Mann! Auf mit der Scheiße. Ja, jetzt kannst du ihn. Okay, jetzt blitzt er wieder. Kommt er wieder, ne? Ja. Boah, Fabian, super gut. Puh. Offen gesagt, wollte ich eigentlich nach oben so schräg daschen, um ihm auszuweichen. Ich habe ihn versehentlich gekillt. Du hast mal ehrlich. Super intentional. Wo ist denn die Karte? Hier rechts. Sehr gut. Ich würde sagen, das haben wir perfekt getimt. Ja, Gregor, ich bin sehr gut getimt. Offen gesagt bin ich sehr zufrieden damit, wie wir hier performt haben. Wir haben das Ganze überreden. CW-Klasse. Highlight war dein Kampf auf dem Flugzeug natürlich. Und ich glaube, damit können wir es fast an der Stelle hier auch bewenden lassen mit Freedom Planet 2. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Wenn ihr euch das Spiel selber anschauen oder kaufen wollt, es gibt es jetzt für alle Konsolen da draußen für etwa 25 Euro. Auf der Switch auch in einem Bundle mit Teil 1, wenn ihr den dazu noch haben wollt, kostet dann 35. Ansonsten auch schon länger erhältlich die PC-Version, könnt ihr euch auch angucken. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank dir, Gregor. Ja, danke, Fabian, dass wir es mal wieder machen konnten. Und ja, probiert es aus. Schreibt in die Comments gerne rein, wie es euch gefallen hat. Und wir können sowas in der Form hoffentlich dann bald wieder mal machen. Das wäre sehr schön. Und ansonsten bleibt ihr natürlich jetzt hier dran, weil es geht direkt weiter mit RBTV Home. Gregor und ich werden beide auch dabei sein. Ausnahmsweise mal, das kommt ja fast nie vor, an verschiedenen Tischen oder in verschiedenen Ecken. Ich habe mich von Johanna und Sam einspannen lassen. Die haben mich zu etwas sehr... Jetzt hätte ich fast lustig gesagt. aber lustig wird es nicht wirklich. So was sehr Interessantem einladen lassen. Das wird wirklich ganz schön. Guckt euch das unbedingt an. Und Gregor, du bist eher für die verspielten Inhalte heute Abend zuständig. Genau, ich bin im Kellerbereich zusammen mit meinen Kellerkollegen Edo und Nils. Mm. Ich habe ein paar verschiedene Sachen mitgebracht. Wir werden ein bisschen Montagsmaler machen mit Videogame-Editoren. Haben Bad Shit Insanity Japano gedrückt. Eine alte Game One Rubrik, die wieder zurückkehrt, plus ein bisschen Profiler gibt es heute. Nice, dann gibt uns 2 Minuten, wir gehen rüber in die Home-Hallen und bleibt dran. Vielen Dank euch fürs Dabeisein bei Freedom Planet und tschüss.